Oh ja, seht euch diesen schönen, herrlichen weißen Schnee an. Riecht auch gut. Es ist eine sehr gute Ware. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory im sagenhaften Fix-Mess-Special-Update. Beim letzten Mal, also gestern, habe ich mal hier dieses Gerät aufgebaut, diesen Manufaktorer, und habe jetzt mal hier dieses, Kugelbündel heißt es jetzt, produziert. Das heißt jetzt nicht mehr Fix-Miss Ornament, ja. Die haben jetzt nämlich nochmal ein Hotfix-Update rausgebracht für dieses Fix-Miss Special-Update. Und jetzt ist es so, dass zum einen natürlich die Sachen eingedeutscht sind. Wir sehen das hier, Kupfer-Fix-Miss-Kugel, Eisen-Fix-Miss-Kugel, er ist jetzt nicht mehr Englisch. Und zum anderen ist es jetzt so, dass man jetzt endlich die richtige Systemzeit ausliest. Es war ja vorher die schwedische Zeit, ja, die schwedische Mitternachtszeit, und die ist halt eine Stunde später als unsere. Und deswegen musste ich das immer um 1 Uhr machen, das Türchen aufmachen. Jetzt kann ich es eine Stunde früher um 0 Uhr machen. Deswegen ist es gerade auch 0.10 Uhr und nicht wieder 1.20 Uhr oder so, ja. Der absolute Wahnsinn, das freut mich natürlich richtig. So, jetzt habe ich dieses Fix-Miss-Ornament. Jetzt will ich nochmal schnell hier in die MAM reingucken. Was brauche ich denn jetzt hier? Ah, ach du Scheiße, ich brauche 400 Fix-Miss-Ornamente und einen Stern. Und 200 Kränze. Wie kriege ich jetzt eigentlich die Kränze? Was ist das eigentlich? Es schneit. Oh nein, sag bloß, das ist... Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist eine Schneekanone. Wie geil. Wie geil. Und mir fällt gerade ein, beim letzten Mal habe ich vor Aufregung, vor lauter Danksagung, total vergessen, die Fix-Miss-Lichterkette mal auszuprobieren. Das ist mir voll entgangen irgendwie. Das ist eine Stromleitung, kann das sein? Kann das sein, dass das eine Stromleitung ist? Aber da brauche ich die Ornamente, guck mal. Ich mach mal die Stromleitung hier mal spaßenshalber weg. Ja, jetzt geht natürlich alles aus, das ist klar. Aber ich probiere das jetzt mal. Ja, das ist eine Stromleitung. Ach, wie geil. Die haben die Stromleitungen mit Lichtern ausgestattet als Lichterkette. Ach, wie geil ist das denn? Da kann ich ja hier mit den Wandhalterungen jetzt voll mein Dörfchen gestalten. Guck mal, passt mal auf. Wenn ich das jetzt dahin mache und dahin. Und dann nehme ich die Fix-Miss-Lichterkette. Ah, haha, guckt euch das an. Das hängt sogar so ein bisschen runter. That's what she said. Ist geil, oder? Also ich finde das genial. Das muss man doch jetzt einfach mal wirklich sagen. Ich finde das toll. Da können einige Meckerköppe sagen, was sie wollen. Ich finde das toll. Ich finde das voll genial. Ich finde die Idee gut. Diese Fix-Miss-Sachen sind jetzt auch mal gar nicht so schlecht, muss man einfach mal wirklich sagen. Also so die Lichterkette finde ich irgendwie schon ganz schick. Das fehlt ja sowieso auch. Also mal so generell fehlt es ja sowieso, dass man mehr gestalten kann einfach. Ja, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu gestalten. Also in Saatis halt, in Vanilla, ja. Wenn wir jetzt mal von den Mods und so mal kurz absehen. Kann ich hier noch ein bisschen tiefer gehen? Nein, kann ich nicht, schade. Wenn ich das Dach flacher mache, warte mal. Wenn ich das Dach flacher mache, kann ich, glaube ich, hier noch ein Dings reinmachen. Ein Konstruktor, und dann können wir hier mal noch Schnee herstellen. Das haben wir nämlich hier. Ja, das haben wir nämlich hier noch gar nicht gemacht, fällt mir mal gerade so auf. Das müssen wir hier mal noch machen im Weihnachtsdorf. Und natürlich, meine lieben Freunde, werde ich heute wieder die 9. Tür öffnen. Ist es schon? Es ist schon wieder die 9. Tür. Unglaublich. Haben wir ja bald schon wieder die Hälfte der Türen, der Weihnachtskalendertürchen, aufgemacht. Wie schnell das dann doch immer geht. Okay, ich muss wohl doch einfach noch eine Wand oben drauf setzen. Es ist einfach mit dieser Deckenhöhe, es ist einfach zu niedrig. Oder wir machen das, warte mal. Wir können es auch anders machen. Wir können auch sagen, wir machen das einfach etwas höher. So nämlich, ja. Wenn es nicht nach unten gehen würde, ja. Jetzt. So, genau. Und jetzt kann ich das nämlich einfach
So machen. So, jetzt ist da oben zwar ein Loch und das kriege ich auch nicht zu, weil das sieht dann doof aus, aber jetzt können wir doch die Produktionsdingens hier hinsetzen, oder? Jawohl, guck mal, ich brauche ja nur einen. Erstmal, zumindest. Genau. Weil ich möchte, warte mal, wir haben jetzt ja hier dieses, die Geschenke von hier, ja, die haben wir jetzt ja da so mit reingemacht, quasi, hier an die Seite. Das ist aber eigentlich gar nicht nötig. Der braucht nämlich gar nicht so viel. Wir sollten lieber stattdessen einfach die Geschenke da mit reinnehmen. Einfach mal da so eine Öffnung reinmachen. Genau, da mache ich jetzt mal Förderband Lift 1. Und das einfach da mit rein dengeln. Ach, scheiße. Wie das immer so ist, wenn ich da versuche, was reinzudengeln. Dann wehrt es sich. So. Warte. Jetzt aber. Genau. Und jetzt gib mir mal... Nee, warte mal. Nimm mal die Fixmiss-Lichterkette hier. Als Stromleitung. So. Ich würde gerade sagen, jetzt geht's nicht. Man muss da bei den Wandhalterungen immer ein bisschen mit dem Dengelpunkt gucken. So. Jetzt schauen wir mal. Wir brauchen Schnee, genau. Und dafür brauchen wir Geschenke, genau. Warum geht das jetzt nicht? Sind doch hier Fixmiss-Geschenke. Oder habe ich hier gerade den falschen erwischt, den falschen einen Ausgang? Ich muss das natürlich auch mit dem Strommast verbinden. Sonst geht das doch nicht, Mensch. Die Lichterketten verbrauchen Strom. Jetzt geht's, Mensch. Großer Gott. Großer Gott. So, pass auf, da machen wir gleich mal... Ja, warte mal, stell das mal noch ein kleines bisschen weiter rüber. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Kann er das nicht alles mal hintereinander weg mal schnell machen? Nee. Da ist er um die Uhrzeit einfach auch nicht mehr frisch. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Genau, warte, mach das mal so. Strom und jetzt nochmal auswählen. Jetzt können wir Schnee machen, weil dann kann ich nämlich hier auch gleich so einen kleinen Lagerbehälter aufstellen, nicht wahr? Ein Lagerbehälter. Ja, dann können wir da nämlich schon mal den Schnee reinpacken, nicht wahr? Immer schön Schnee reinpacken. Ist das Band schnell genug, um den ganzen Schnee da abzutransportieren? Sätze wie bei Walter White. 10 Einheiten? Ja, klar, ist das locker Schnee genug. Das ist locker Schnee genug, ja. Ja, nice. Finde ich schon mal gut, dass wir das hingekriegt haben. Und ich höre hier immer dieses Spinnenrasseln. Ne? Es hat aber auch niemand geschrieben, dass da irgendwie irgendwelche unterirdischen Höhlen wären oder so. Das ist, glaube ich, echt einfach ein Ambientgeräusch an der Stelle. Das ist da halt einfach irgendwie. Frag mich nicht, warum man da unbedingt so ein Ambientgeräusch hinmachen muss. Da hat sich gerade was bewegt, oder? Ah, nee. Ich krieg echt schon Haarlos hier, ey. Ich werd wahnsinnig. So, Moment. Für die Schneekanone braucht man ja zum einen die 100 Einheiten Schnee. So, dann brauchen wir aber außerdem noch 500 Einheiten von den Ästen. Ich brauche mir, glaube ich, noch einen Geschenkebaum und dann müssen wir mal noch so eine Ästefabrik bauen. Äste Lauda, meine lieben Freunde. Was hatte ich nochmal gebraucht für den Baum? Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Geschenke, genau. Sehr praktisch, dass ich die gerade alle in die Maschine reingepackt habe. Ja, auch Äste braucht man da. Also muss ich erst die Äste-Maschine bauen eigentlich. Dann stelle ich jetzt mal hier diese Fabrikation mal auf Äste um. Die brauchen wir dann eh zuerst. Gib mir das mal nochmal. Und wähle mal Rezept. Äste, Äste, Äste. Da sind Äste. Äste Schweins. Dann nehme ich davon die Hälfte und stopfe das einfach mal rein. Genau, 10 pro Minute. Genau. Sehr schön. Und die Äste, die ich jetzt habe. Genau, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zum Kalender, würde ich sagen, solange es noch hell ist. Das ist doch eine gute Idee. Und unterwegs kann ich ja wieder Geschenke abgreifen eigentlich. So, ich dachte mir, ich beschleunige mich hier mal ein bisschen. Meine kleine Bärschleunigung, ja. Nice. Ja, also ich muss sagen, also sie haben sich schon auch wieder echt Mühe gegeben. Dafür, dass das ja eigentlich nur so eine kleine Mini-Überraschung ist mit diesem Fixmiss-Update, ja. Ist das ja wirklich, also, ist schon schön gemacht. Auch mit dem Progress und so, das ist wieder so typisch Sartes.
dieser ganze Baum, den man da freischalten kann, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ist schon nett gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und ja, da gibt es jetzt natürlich auch wieder den ein oder anderen Meckerkopf, der da, das nervt mit den Geschenken, die vom Himmel fallen. Mein Gott, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Wer hat's überleben? So schlimm ist das jetzt dann wirklich nicht. Ja, das ist einmal im Jahr ist Weihnachten. Und danach, vor allem das Ding ist, danach wird das ja wahrscheinlich eh alles entfernt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das drin bleibt. Also, weiß ich nicht, aber wäre schon irgendwie merkwürdig, wenn man nach Weihnachten noch Weihnachtsdeko installieren könnte. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch irgendwie doof, wenn man jetzt irgendwie, so wie ich jetzt, ein riesen Dorf aufbaut, das über die 24 Weihnachtstage so gestaltet halt. Mit dem ganzen Fixmist-Zeug und dann verschwindet das einfach. Das wäre irgendwie auch ein bisschen doof, ne? So an sich wäre das schon ein bisschen blöd. Also ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Wenn ihr das natürlich nicht so blöd findet, könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Aber irgendwie, ich fände das schon irgendwie ein bisschen blöd, wenn das dann alles weg wäre. Je mehr ich damit baue, desto blöder fände ich das, ehrlich gesagt. Weil es kann man ja stehen lassen, einfach so ein Weihnachtsdorf. Ja? Das muss man ja eigentlich nicht entfernen. Kann ich hier wieder zurück? Nein, aber da kann ich wieder zurück. Da war gar kein Eingang im Rohr. Glaube ich. Oh Gott, das sieht sehr optisch falsch aus, was ich hier. Ja, das ist noch schlimmer. Das ist auch schlimm. Es tut mir leid. Röhren an die Decke zu bauen, Transportröhren, ist eindeutig nicht so ästhetisch. Und dann komme ich auch noch hier oben raus, wo ich gar nicht hin will. Unglaublich. Ja. Warte, ich will hier lang. Ja. Ich bin mal echt gespannt, wie es weitergeht nach Weihnachten dann bei Satis und wie schnell das dann auch mit Update 4 geht. Es wurde ja irgendwie gemunkelt jetzt erstes Quartal. So entweder wieder Februar wahrscheinlich oder März halt, ne? Februar, März war so anvisiert, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also wieder wie beim letzten Mal, wieder wie bei Update 3. Also so lange müssen wir da gar nicht mehr warten eigentlich. Das dauert eigentlich gar nicht mehr so lange. Wenn ich mal überlege, wie schnell das schon wieder gegen das Weihnachten angefangen hat, ist das gar nicht mehr so lange hin. Krass. Ist schon heftig, wie schnell das immer geht sowas. Und da kommen schon wieder Geschenke runter. So, jetzt aber erstmal Tür Nummer 9 aufmachen. Mir fällt gerade auf, die 9 habe ich noch gar nicht gesehen auf dem Kalender. Kann das sein? Also ich überlege gerade, ob ich schon irgendwie eine Ahnung habe, wo die sein könnte. An welcher Stelle. Wo ist die 9? Das ist jetzt die große Frage. Wo ist die 9 und werde ich sie finden? Mal schauen. Wenigstens werden jetzt die Zahlen gehighlightet, die man schon aufgemacht hat. Warte mal, das war beim letzten Mal auch schon so, ne? Ich rede schon wieder Blödsinn. Ist das hier die 9? Nee. Da ist die 9-10, die habe ich natürlich wieder sofort gefunden. Diese einzelnen Zahlen sind viel schwerer zu finden, finde ich. Als die doppelten hier, als die ab 10 so. Ab 10 ist es irgendwie einfach. Ich finde echt, ey, das gibt's doch schon wieder nicht. Ey, ich finde die 9 schon wieder nicht. Lass mich doch, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oder ist das hier eine Falle mit 9-10? Nee. Ich hätte es denen ja zugetraut, so ein bisschen. So eine Trolltür einfach zu machen. Wo die 9 einfach nur so ein Strich ist, der nicht zur Zahl dazu. Wo die 1 einfach nur so ein Strich ist, die nicht zur Zahl dazu gehört. Ey, ich find's schon wieder nicht. Ich find's echt nicht, ey. Ich krieg einen Krampf. Hier ist die 21. Hier ist die 15. Da ist die 10. Das ist die 10. Die neun. Ich muss die Anleitung nutzen. Ich finde die 9 schon wieder nicht. Mal sehen, ob ich sehe, wenn ich die jetzt. Nein. Da oben, zwischen den Bäumen. Das soll einer sehen. Na komm, das ist auch gut versteckt. Yes, ich habe Schnee bekommen. Passt ja, ich brauche ja gerade welchen. Hier, kann ich den so stacken? Ja, kann ich. Immerhin. Toll. Immerhin habe ich was Schönes bekommen. Schnee. Kann ich mir gleich alles reinziehen. Verdammt nochmal, ey. Ich wieder die Zahlen nicht mehr. Ja, ich gebe es ja zu. Ich habe verkackt.
Ich habe so verkackt mit der Zahl. Was mich ja ein bisschen beschäftigt ist, werden solche Sachen wie die Grenze, ja, an den Masten, Strommasten, wird das erhalten bleiben nach Weihnachten? Ich glaube nicht. Also das wird, glaube ich, auf den Standard-Skin wieder zurückgedreht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nach Weihnachten noch erhalten bleibt. Das wäre sehr, sehr merkwürdig. So, warte mal, müssen wir irgendwie was mitnehmen? Vielleicht nochmal Aluplatten. Wir müssen ja doch recht viel Förderbänder noch bauen und so. Kann also nicht schaden, mal ein paar Aluplatten noch mitzunehmen. Und sonst haben wir ja noch gar nicht so viel verkraftet eigentlich. Muss man ja auch mal sagen jetzt. So, ich schieße mich wieder zurück mit der Gun, ja. Das findet ihr ja so geil, wenn ich das mache. Ja, an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Es ist ja gerade wieder ein neuer DLC rausgekommen für Planet Zoo, der Aquatiktiere DLC. Wenn ihr Planet Zoo noch so ein bisschen in Erinnerung habt, ja, ist jetzt wieder ziemlich geil. Mit Pinguinen, Kegelrobben und so. Könnt ihr auch gerne mal einen Blick reinwerfen. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, hüpfen mal rein. Das wäre jetzt zu geil, wenn ich gegen das Geschenk klatsche, ey. Beim Durchfliegen. Ja, wenn ich noch ein bisschen länger gewartet hätte, hätte das sogar geklappt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Guck mal. Wir sind ja nur da rüber und dann hoch und dann den Rest kann ich ja laufen. So, jetzt nicht. Oh, oh. Okay, das war nicht so geplant. Aber es war auch jetzt nicht, war nicht tödlich ausgegangen, immerhin. Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich genug von den Asthma-Sprays dabei. Falls ich mal wieder so einen Anfall habe. So ein Anfall, der dazu führt, dass ich so ein bisschen anfange zu sterben. Wenn ich irgendwo gegenklatsche oder so, wo ich gar nicht gegenklatschen will. Nicht schlecht. Irgendwann bleibe ich nochmal beim Fliegen bei an so einem Geschenk hängen. Wird mich ja überhaupt nicht wundern. Oh, da werde ich gleich auch wieder beschossen hier. Ich kriege gleich wieder Salutschüsse in den Hintern. Schnell weg. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, was sie machen nach dem Heiligabend. Wie schnell das dann auch geht, dass sie das abbauen. Das ist auch immer so ein bisschen so eine Frage. Wie schnell baut man seinen Weihnachtsschmuck ab? Wie lange lässt man das dann noch stehen? Also ich finde so bis zum Januar so, also bis zur Mitte Januar kann man es durchaus mal stehen lassen auch. Weil ich meine, meistens hat man sich ja auch Mühe gegeben beim Schmücken und so. Und wenn das dann immer nur so für diesen, ja nicht mal ganzen Weihnachtsmonat dann hängen bleibt, ist das dann ja immer auch irgendwie ein bisschen schade, wenn man das dann zu früh wegmacht so. Allerdings sollte man natürlich auch seinen Weihnachtsbaum nicht unbedingt bis Sommer stehen lassen. Wobei, man kann natürlich auch das ganze Jahr Weihnachten feiern. Hält einem ja niemand davon ab eigentlich, ne? Ist nur ein bisschen komisch, wenn man das macht. Also ich habe das noch nie gemacht, aber vielleicht macht ihr das ja. Wenn ihr das macht, lasst es mich wissen. Wäre auf jeden Fall sehr spannend. Wenn es so jemanden gibt, der das macht. Soll die verrücktesten Dinge geben. Kleine dicke Vögel, die versuchen wegzufliegen und es nicht schaffen, weil sie zu dick sind zum Beispiel. Und da sind wir zurück im Weihnachtsdörfchen, meine lieben Freunde. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Sind denn hier schon genug Zapfen oder beziehungsweise nicht Zapfen, genau, Äste zusammengekommen, um jetzt hier noch einen Baum zu machen? Ja, nice. So, jetzt greife ich mir einfach mal ein paar Kugeln hier ab. Ich hoffe, da sind jetzt noch genug am Start. Das dauert ja hier zum Glück zu lange, um alle zu verarbeiten. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal welche. Kann ich irgendwas hier noch löschen? Ich lösche mal diese Platten jetzt hier und ein bisschen was von dem Zement. Gut, dass ich gerade noch mal die Aluplatten nachgefüllt habe, ja. Kann man da jetzt die Hälfte rausnehmen? Warte. Nee. Aber ich kann die Hälfte wieder reinstopfen. So. Nee, das war nicht die Hälfte jetzt. Moment. Ah, egal. Wir machen das jetzt mal so. Ich brauche noch einen Fixmissbaum jetzt. Ich brauche jetzt noch so einen Fixmissbaum. Wir brauchen noch mal mehr Geschenke tatsächlich. Ich mache jetzt da hier einfach noch mal so ein Nebengebäude hin. Wir stellen jetzt hier noch einen Weihnachtsbaum auf. Hier hin. So. Und dann bauen wir hier direkt nebenan. Bauen wir noch ein Häuschen. Schön mit einer Wand hier trennen. Und da produzieren wir dann Schnee. Würde ich sagen.
Da machen wir das mit dem Schnee. Ja, das machen wir auch genauso wie da. Warte. So, dann machen wir da die Tür rein. Da so. So. Ja, und dann, warte, dann können wir das auch gleich hier... Nicht genügend frei. Ja, ich weiß, wegen dem Ding wahrscheinlich. Ja, das war's auch. Habe ich mir doch gedacht, hier. So, dann macht das. Ja. So, schön verkleiden hier, ne? Das soll ja auch alles ein bisschen nach was aussehen. Am Ende des Tages. Genau, und dann macht da mal so vor den anderen Baum. Nicht genügend Freiraum, achso. So, genau. Macht das da mal dahin und dann machen wir da an der Seite nämlich den Eingang fürs Förderband. Und dann nehme ich mir hier mal das Einserband. Da reicht ja ein Einserband. Die Geschenke sind ja eh nicht so schnell. Ich hoffe, ich habe es jetzt erwischt. Genau, nice. Machen wir das mal so da rein. Ich spreng mal hier gerade mal diese Büsche. Ups. Ich spreng mal hier diese Büsche weg. Die sind beschissen hier. Das stört. Das stört so. Genau, dann kann ich nämlich besser die Sachen aufbauen. Genau, hier brauchen wir nämlich noch einen Konstruktor. Wir wollen ja, wie gesagt, noch Schnee herstellen. Sagte Walter White. Aber der hat ja Crystal hergestellt. Billy Crystal hat er hergestellt. Gib mir das. So, kriege ich das da jetzt noch hin? Warte. Das Förderband hat eine... Ja, offensichtlich eine sehr ungültige Form. Da müssen wir das wohl ein bisschen entweder noch nach da machen. Machen wir es mal so. Komm, das geht. Ich weiß. Ich weiß, du willst es auch. Warum geht das jetzt nicht? Weil ich ihn falsch rum... Ah. Spielbär. Es ist schon spät, aber so schlecht muss man sich nun auch nicht anstellen hier. Jetzt. So, jetzt machst du Schnee draus. Aus den Geschenken. Ich finde das schon irgendwie witzig. Aus Geschenken Schnee herstellen ist auch mal was ganz Neues auf jeden Fall. Muss man mal gemacht haben. So, sag mir jetzt bitte, ich kann da jetzt noch einen anschließen. Yes. Nice, genau. Da geht's schon los. Und dann machen wir da wieder ein Kontinenski hin. Schön daneben, genau. Warte. Nein. So. Und dann rein damit. Schnee. Oh ja, seht euch diesen schönen, herrlichen, weißen Schnee an. Riecht auch gut. Es ist eine sehr gute Ware. Ist nicht irgendwie jetzt irgendwie gestreckt oder so. Ja, das ist der purste Schnee, den man hier bekommen kann. Es ist unglaublich. Der kommt aus diesen lustigen Päckchen da hinten raus. Die kommen aus meinem Weihnachtsbaum, ja. Ich verrate euch nicht, wo sie eigentlich herkommen. Das ist geheim. Der Weihnachtsbaum, der wurde nämlich heute aus Kolumbien geliefert. Ja. Aus dem Regenwald. Frisch kam der geschnitten aus dem Regenwald. Kam frisch verschnitten. Frisch geschnitten aus dem Regenwald. Okay, ich sollte mich jetzt langsam etwas bremsen wieder. Wir sollten mal wieder zur Sache kommen. Was brauche ich jetzt nochmal für die Schneekanone? Ach ja, stimmt. Schnee. Und Ornamente hier. Also Weihnachtskugeln. Und 500 Äste. Wisst ihr, was wir mal dringend brauchen? Was wir jetzt mal ganz dringend brauchen? Nicht die Kugeln hier oder so. Wir brauchen eigentlich mal ganz dringend Schnecken. Ganz einfach Schnecken. Und ich packe jetzt hier nochmal... Hatten wir nicht hier eine Kiste auf? Genau. Ich packe jetzt hier nochmal die Kugeln, ja? Die packe ich jetzt mal in die Kiste hier rein. So. Und die Ornamente packe ich da mal auch rein. Und die Geschenke auch. Und die Äste auch. Äste Lauda packe ich da auch rein. So, jetzt müssen wir mal auf Schneckenjagd gehen. Hier in diesem Wald sind noch etliche Schnecken, die ich noch nicht abgefarmt habe oder die schon mal abgefarmt habe, die aber aufgrund von Updates wieder erzeugt wurden, also wieder aufgetaucht sind. Also hier gibt es mindestens noch die ein oder andere gelbe. Da hinten sehe ich schon direkt eine grüne. Genau, wir werden das jetzt einfach mal in die Tat umsetzen. Wir werden jetzt uns einfach mal diese ganzen Schnecken hier schnappen. Und damit ich nicht völlig unbewaffnet in die Sache reingehe, nehme ich hier natürlich meine süße Zuckerstange, ja. Oh Gott, hier gibt es natürlich auch wieder Uran, sehr schön. Aber es ist jetzt egal, das ignoriere ich jetzt einfach. Aua! Wieso kann ich die nicht nehmen? Jetzt. Okay,
Okay, das ist schon mal eine grüne, das ist schon mal gut. So, jetzt schnell weg hier. Hier gibt es noch viel mehr, ja. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Hier gibt es auch ganz viel Bauxit. Und also an der Positionierung einiger von meiner Masten zu urteilen, manche stecken direkt tief im Boden drin, muss ich feststellen, dass sich hier doch nochmal ein bisschen was geändert hat. Ich kann aber nicht mehr zeitlich einordnen, wann das passiert ist. Hier war es ja auch mal so, also ganz früher, dass hier so ein Fluss durchging, da waren Zahlen drinne. So Markierungszahlen irgendwie. What? Oh. Das war wohl etwas zu nah, da habe ich die wohl getriggert. Ja, nun steigt mich halt nicht, dann kriegt er was mit meiner Zuckerstange. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wenn man die Fliegen, wegklatscht mit der Zuckerstange, dann kommen gar keine Geschenke raus. Die Fliegen gehen leer aus, die kriegen keine Geschenke. Das ist ein bisschen doof für die Fliegen, ne? Also, ich fände das schon ein bisschen doof, wenn mich an Weihnachten einer mit der Zuckerstange schlägt und ich krieg dann nicht mal ein Geschenk. Da wäre ich aber schon enttäuscht. Da würde ich ja sagen, was soll der Mist? Da ist eine violette Schnecke. Okay. Kawabunga. Ich löse die alle aus einmal. Und dann holen wir uns die... Dann holen wir uns den Spaß. Oh Gott. Wie, die hängen da fest? Warum kann... Warum? Hä? Okay, wenn ich das weiter so mache, dann sterbe ich. Da müssen noch mehr sein eigentlich. Das können doch nicht alle sein. Da sind ganz viele im Wasser, die mich nicht gefunden haben. Kommen die da nicht raus? Oh, warte. Die haben so ein bisschen ein Problem, aus dem Wasser zu kommen. Kann das sein? Die hängen da so drin. Ich habe sie angelockt. Oh Gott. Warte. Toll, wenn ich auf sie zurenne. Okay, so. Ja. Aua. Oh Gott, es hakt. Aua. Ah. Wie viele sind es noch? Da. Nein, warte. Okay. War gar nicht schlecht, war gar nicht schlecht. Ich glaube, ich habe sie alle. Ne, da hinten sind noch welche. Ich muss mal atmen. Der Kaffee heilt mich leider nicht. Auch wenn es unlogisch ist. Er müsste mich eigentlich heilen, so süchtig, wie ich nach dem Zeug bin. So, warte jetzt. Kann ich sie greifen? Ja, kann ich. Oh, das ist eine violette Schnecke, nice. Da kommen sie wieder hier. Können sie wieder nicht genug von mir kriegen. Aber da sie nicht rauskommen aus dem Wasser, kann ich sie aber wegklatschen. Sehr schön. Violette Schnecke Nummer 1. Das sind jetzt schon mal 6 Shards. Da könnte ich schon mal 2 Maschinen voll hochpowern. Das ist doch schon mal nice. Irgendwo gab es hier noch so eine hässliche Pupsspinne. Irgendwo war hier noch so eine pupsende Variante. Und ich wette, die ist auch wieder am Start. Ganz bestimmt ist sie wieder am Start, ich sag's euch. Und irgendwo hier gab es eine gelbe Schnecke, die irgendwo so am Baum hing. Kann man hier stehen drauf? Natürlich nicht. Irgendwo gab es eine gelbe hier. Wenn ich die nicht schon genommen habe. War das nicht sogar da wo die Tube lang geht? Ich meine schon. Ich glaube, das war so. Das war hier irgendwo. Die ist mir da aufgefallen immer, wenn ich hier durch die Tube bin. Ist jetzt nur die Frage, ist die noch da oder habe ich die schon genommen? Und wo war die Spinne, die Pupsspinne, die hässliche? Nee, also irgendwie... Entweder bin ich gerade maximal blind oder ich habe die schon abgeholt. Aber hier, warte mal, hier drüben war irgendwo... Da! Da ist sie! Ach komm, lass mich. Du willst das doch gar nicht. Du willst das doch gar nicht. Oder die sind alle scharf auf Geschenke, glaube ich. Okay, warte, ich muss mich... Muss Abstand... Ja, ich möchte nicht abgeschossen werden. Ich möchte nur die blöde Schnecke holen. Leave me alone. Schnell, nimm. Greif zu. Mach. Aua. Weg, weg, weg. Ich hab sie... Okay, das reicht, glaube ich, erstmal fürs Erste. Würde ich sagen. Ich bin voll und ganz und
allumfänglich zufrieden. Damit können wir jetzt immerhin schon mal, weil wir ja schon eine Maschine mit einem leicht geboostet haben, lol, können wir jetzt drei Maschinen aufs Maximum boosten. Das ist schon mal gut. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen. Für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was. Einfach nur, indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen. Das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.